Wir haben etwas geschafft und mit wir meine ich auch euch, also die Community, dass der Quadratur des Kreises nahe kommt in der Finanzbranche. Wir haben nämlich seit Auflage Anfang 2023 mit 20 hochwertigen Dividendenaktien gemeinsam den MSCI World outperformed. Mit welchen Aktien wir das geschafft haben, wie auch du an hohe Dividenden inklusive Kursgewinne kommst, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Thiel, ich bin der Gründer des Aktienfinders und genau hier geht es ums Investieren in Qualitätsaktien. Wir wollen von langfristig steigenden Kursen und dicken Dividenden in diesem Fall profitieren. Also es geht ums dicke Dividendendepot, um die 20 Qualitätsaktien da drinnen. Und ich sagte dir, wie wir eine kleine Sensation hingekriegt haben und wie es möglich war, dass wir mit dem dicke Dividendendepot den MSCI World mittlerweile outperformed haben, obwohl der jetzt überhaupt nicht crasht und von so diesen beziehungsweise von diesen Tech-Giganten getragen wird. Und wir haben auch niedrigere Kursschwankungen, aber eins nach dem anderen. Na, ihr seht, ich bin schon hier ganz begeistert. Trotz aller Begeisterung hier keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Macht euch bitte selbst Gedanken über eure Aktienkäufe. Es verschützt sich auch euer eigenes Geld. Ganz am Ende des Videos sage ich aber auch noch, wie euch der Einstieg gelingt. So, also, was habe ich gesagt? Wir haben mit dem Digi-Dividenden-Depot den MSCI World outperformed. Und alles, was ich jetzt sage, ist ganz transparent und kannst du dann auch nachvollziehen. Das meiste jedenfalls kannst du nachvollziehen. Das Digi-Dividenden-Depot, das gibt es ja hier. Ich mache es mal weg, damit du es genau siehst, wie wir da hinkommen. Also wir sind hier auf der Aktienfinder-Seite. Echtgeld, da haben wir zwei Depots. Das ältere ist das Starterdepot, das gibt es seit Mitte 2019, das Digi-Dividenden-Depot seit Anfang 2023. Das ist keine Bezahlschranke dazwischen, da kommst du einfach so hin, wo du dann auch sehen kannst, wo ist die Performance und welche Positionen sind alle drin und wie sind wir diversifiziert. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Zunächst mal die Headline aufarbeiten, nämlich das Digi-Dividenden-Depot schlägt den MSCI World. Wir haben ja hier Tracking im Portfolio Performance. Das ist die True-Weighted Rate of Return, mit der auch Fondsmanager beispielsweise performt werden und auch oder die gemessen werden, gebenchmarkt werden und auch entsprechend bezahlt werden. Und wir sehen hier, das ist ein Jahr, wir gehen jetzt erstmal auf die Auflage zurück. Das gibt es Digi-Dividenden-Depot seit Anfang 2023. Und wenn du das hier anschaust, dann sehen wir hier, das ist der Konkurrent, das ist der MSCI World, der Benchmark, der eigentlich gar kein Benchmark ist, weil es im MSCI World ja gar nicht um hohe Dividenden geht. Das werde ich Ihnen auch noch zeigen. Deshalb ist es eigentlich ein unfairer Benchmark. Aber wir haben das Thema aufgegriffen, weil ja immer wieder gesagt wird, ja, wie schneidet ihr denn ab mit dem Starterdepot oder mit dem Dividendendepot gegen MSCI World? Der MSCI World ist so die 0815-Nummer nach dem Motto, in die ja jeder investieren kann, der mit Aktien nichts am Hut hat. Um trotzdem die Performance mitzunehmen des Aktienmarkts, was ja im Großen und Ganzen auch stimmt. Aber bei uns geht es ja nicht darum, in unseren Echtgelddepots die Performance des Aktienmarkts irgendwie mitzunehmen, sondern da geht es ja um ganz spezielle Anlagestrategien, in diesem Fall hier eben hohe Dividende von Anfang an, hohe Cashflows. Und wenn wir jetzt hier hingehen, dann sehen wir, das ist hier der aktuelle Stand hier, dass wir hier das Digi-Dividenden-Depot hat jetzt 36,3% und 33,9% der MSCI World. Und bei uns sind die Gebühren drin für die Sparplanausführungen. Wir investieren in 20 Qualitätsaktien per Aktiensparplan. Die Gebühren sind abgezogen für unsere Performance und wir reinvestieren nicht die Dividende. Und du siehst hier, also wir verleben die quasi, sinnbildlich gesprochen, momentan. Wir haben noch keine Einzelnachkäufe gemacht mit den Dividenden, die wir kassiert haben. Und das ist hier ist der blaue, ist der dunkelblaue, ist der MSCI World. Der hat jetzt über lange Zeit eigentlich, so wie es zu erwarten war, das Digi-Dividenden-Depot outperformed. Und jetzt plötzlich hat sich das Ganze umgedreht. Und wenn wir auf ein Jahresperformance gehen, dann sehen wir das noch deutlicher. Da liegt das Digi-Dividenden-Depot noch deutlich stärker über der Performance des MSCI World. Gehen wir wieder zurück auf hier seit dem 1.7. nicht 2019, sondern 2023. Ja. Und da siehst du, hier haben wir noch andere ETFs, die sind eigentlich fairere, sinnvollere Vergleiche, weil hier sich um Dividenden-ETFs handelt. Und die haben wir noch deutlich stärker outperformed, eigentlich durchgehend outperformed. Da siehst du im Prinzip, wie gut das Digi-Dividenden-Depot läuft.
Das Digi-Dividenden-Depot ist ein Community-Projekt, das habe ich auch gemeint gehabt. Ihr könnt da auch, also viele von den Zuschauern hier, die da auch damals mit abgestimmt haben, ihr könnt mit drauf stolz sein, was wir da jetzt wieder hingekriegt haben, nach dem Steuerdepot, mit dem Digi-Dividenden-Depot. Hier siehst du die ganzen Videos, Playlist, die ganzen Links, die ich jetzt hier präsentiere, die kommen alle unten in die Videobeschreibung rein. Hier siehst du, wie wir abgestimmt haben. Es gab ja immer eine Abstimmung. In diesem Fall haben wir dann zwei Aktien jeweils vorgestellt, immer vorausgewählt mit dem Aktienfinder, haben euch die für euch analysiert. Ihr habt hier in die Kommentare reingeschrieben, was auch was ich davon halte. Und am Ende gab es dann jeweils die Abstimmung und den Sieger, der ist dann hier im dicke Dividendendepot gelandet. Und was jetzt halt ganz interessant ist, ist, ihr müsst jetzt vergleichen, den MSCI World vergleichen mit dem Digi-Dividenden-Depot, und das ist ja der Aufhänger, darum geht es ja eigentlich, dann ist es so, dass die Dividendenrendite bei uns, hier haben wir ja das Digi-Dividenden-Depot in Zahlen, die liegt jetzt die liegt aktuell bei 3,6% über das gesamte Depot hinweg. Wenn wir aber auf unseren Einstandskurs gehen, dann liegt die sogar bei 4,4%. Merken wir uns jetzt aber nun mal nur die 3,6%. Und wenn wir jetzt hier unsere MSCI World angucken, dann geht ihr hier in Marktbewertung. Das könnt ihr auch alles kostenlos machen, hier in den MSCI World rein. Und dann seht ihr unten hier einen Text und da steht drin hier, die durchschnittliche Dividendenrendite liegt bei 2,4% von MSCI World. Also schon mal deutlich unter den 3,6%. Und wenn man es jetzt noch gewichten würde, ändern wir vielleicht noch, weil wir haben ja vor allem die Technologieaktien, die deutlich höher gewichtet sind. Das seht ihr hier unten, da seht ihr, dass die Technologieaktien hier deutlich übergewichtet sind. Hier seht ihr die Indexgewichtung. Und die schütten ja entweder keine Dividende oder eine sehr niedrige Dividende aus. Dann geht die Dividendenrendite noch weiter runter, dann wird sie bei unter 2% liegen. Irgendwo schätzt man zwischen 1,6 und so um die 1,6%. Also ich gehe davon aus, dass das Digi-Dividenden-Depot eine mehr als doppelt so hohe, weil bei uns ist es gewichtet im Digi-Dividenden-Depot, mehr als doppelt so hohe Dividendenrendite hat als der MSCI World. Das sind also zwei ganz unterschiedliche Tierchen. Jetzt haben wir auch noch höhere Kursgewinne. Der MSCI World ist technologielastig, wie ihr das hier sehen könnt, was unter anderem auch dazu führt, dass der MSCI World sehr volatil ist, also deutlich riskanter ist, als das Digi-Dividenden-Depot mit nur 20 Aktien. Wir haben ja hier, ganz viele Aktien drin, ich schalte mal hier auf alle Aktien, dann seht ihr, dass wir hier 1400 Aktien haben, hier. Und die meisten Aktien hier aus dem MSCI World, habe ich schon mal thematisiert, spielen aber überhaupt keine Rolle. Ihr seht hier die Indexgewichtung, ja, bei 0,0% hier. Also mehrere hundert Aktien spielen überhaupt faktisch keine Rolle im MSCI World bezüglich der tatsächlichen Performance, sondern insbesondere eben hier diese Tech-Dickschiffe. Wo sind sie? Die Tech-Dickschiffe, hier sind sie. Jetzt haben wir wenig Technologie im Depot. Das kannst du hier auch schön sehen. Hier sieht man das Digi-Dividenden-Depot nach Branchen, nur eine einzige Aktie, nämlich Broadcom. Auf die kommen wir nachher nochmal zurück. Ich möchte aber erstmal hier kurz zeigen, Rendite und Volatilität. Normalerweise ist es so, dass wenn du eine hohe Performance erzielst, eine hohe Rendite, dass du dir das einkaufst mit einem gewissen Risiko, also mit einer auch hohen, was sich damit im Zeitverlauf mit einer hohen Volatilität, eine hohe Volatilität übersetzt. Wenn man es aber bei uns anguckt, dann siehst du hier, ich denke, das hier ist der MSCI World hier, das hier ist der MSCI World, hier siehst du die Volatilität, also stellvertretend für das Risiko, also je weiter nach rechts es geht, umso höher das Risiko. Und hier siehst du das Digi-Dividenden-Depot, also deutlich niedrigere Volatilität mit 13,5% hier als mit 18% knapp der MSCI World. Eine noch niedrigere Volatilität hat nur das Standard-Depot, ganz leicht nochmal niedrigere Volatilität. Das ist natürlich kein Zufall hier, dass auch das Standard-Depot eine niedrige Volatilität hat, weil wir eben hier in Qualitätsaktien investieren mit zuverlässig steigenden Gewinnen. Und jetzt ist natürlich die Frage,
Ja, wie kann das sein, dass wir mit unseren 20 Aktien mit einer hohen Dividendenausschüttung eine bessere Performance hinlegen als jetzt der MSCI World, also hier, wo doch im MSCI World die ganzen Technologieaktien drin sind, die auch 2023 gut gelaufen sind. Über das Jahr 2023. Das Jahr 2022 war ein schlechtes Jahr gewesen für Technologieaktien. 2023 war das Jahr der Erholung gewesen. Seltsam, seltsam. Ich erkläre es euch. Und zwar, wenn wir hier in Portfolio Performance erstmal gucken, in den Bestand, glaube ich, da müssen wir das sehen. Ja, da sieht man die ganzen 20, da sieht man alle Aktien. Da sieht man auch die, die im Starterdepot drin sind. Das wollen wir jetzt nicht. Wir gehen hier rein, alle Buchungen. Und da haben wir jetzt die Aktien drin. Das möchte ich euch zeigen. Genau. Gehen wir jetzt hier, filtern wir nur aufs Dividendendepot, okay, das haben wir jetzt hier schon gemacht. Und der erste Grund, warum wir den MSCI World outperformen konnten, war, weil wir Dividendenaktien gekauft haben, die unterbewertet waren. Wenn ich jetzt beispielsweise hier mal, was haben wir denn hier alles, Unilever anschaue, dann seht ihr hier unten den Kursverlauf, das ist jetzt über 2 Jahre, das passt, sollte passen. Dann seht ihr hier, Moment, ich bin gerade etwas verwirrt, weil hier im Oktober 2022, das sind wahrscheinlich Sparplanausführungen im Starterdepot. Die sind hier wohl vermischt, obwohl ich hier gefiltert habe nach dem Digi-Dividendendepot. Also eigentlich fängt es hier an. Wir haben dann Unilever vom Starterdepot und 3M auch vom Starterdepot ins Digi-Dividendendepot geschoben, wo es dann besser hinpasst. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier dann angefangen zu investieren, hier irgendwo in Unilever. Anfang 2023 haben die ganze Zeit hier weitergekauft, haben auch einmal gekauft gemacht, am Anfang über 1000 Euro. Und jetzt seht ihr hier, dann ist die Aktie noch weiter rumgedümpelt eine ganze Zeit und jetzt hat sie erholt, hat sie sich erholt und ist jetzt hier bei neuen Zwischenhochs angelangt. Und es ist oft so bei kriselnden Qualitätsunternehmen, dass die restrukturieren müssen und aktuelle Probleme abarbeiten müssen, bis der Kurs sich wieder erholt. Das kann man wunderbar ausnutzen. Das sieht man auch im Aktienfinder. Da gehen wir jetzt mal hier zum Aktienfinder rein. Und ich habe hier auch einen Merkzettel für das Digi-Dividendendepot. Hier ist er. Und wenn ich den Filter anschalte, dann sieht man jetzt nur noch die Aktien aus dem Digi-Dividendendepot. Und gucken wir uns beispielsweise mal hier Unilever an. Sieht natürlich, das ist eine Qualitätsaktie. Wenn wir jetzt einfach mal nur die Multiples anschauen, das ist der bereinigte Gewinn, dann seht ihr hier 2022 und ihr seht, wie tief die Multiples, also das ist das KGV anhand des bereinigten Gewinns, teilweise gewesen ist, also deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel. Und jetzt ist die Aktie dann quasi wieder teurer geworden, weil das Geschäft wieder besser läuft. Und man hat jetzt die ganzen Kursgewinne und macht das natürlich auch hier gesehen. Gehen wir da hier auch in den bereinigten Gewinn rein. Und dann machen wir hier den Fernwert bereinigt, zoomen auf die 5 Jahre, machen das vielleicht noch logarithmisch, dann sieht es noch ein bisschen besser aus mit der Skalierung. Und dann sieht man hier 2022, dann hier, die Aktie war hier die ganze Zeit noch unterbewertet. Und viele Leute verlieren dann auch die Nerven, wenn sie hier beispielsweise kaufen. Und dann sieht man hier, die Aktie geht noch weiter runter, wir haben einfach nachgekauft, in dem Fall dann verbilligt. Und dann hier hat sich die Aktie jetzt schön erholt. Und ist es sogar leicht über dem fairen Wert, aber immer noch eine positive Renditeerwartung hier von um die 7%, also 6,6%. Das ist das, was man so hier noch mit qualitativ hochwertigen Aktien, dann auch wie Unilever, vielleicht noch rechnen kann im langfristigen Mittel. Also, das heißt, die Wertaufholung, wenn wir günstig gekauft haben, wenn wir mehrere Aktien günstig gekauft haben, die führt natürlich zu einer Outperformance. Man muss aber auch sagen, zu einer temporären Outperformance, das ist wichtig. Wenn wir später die Erwartungshaltung zurechtstutzen wollen, was für eine Rendite wir vom Digi-Dividenden-Depot in Zukunft erwarten können. Es sind aber auch andere Aktien, die wir günstig gekauft haben, beziehungsweise günstig ins Digi-Dividenden-Depot geholt haben. Hier hätten wir 3M, auch hier sieht man ganz klar hier die Unterbewertung. Auch hier wie bei Unilever ging es erst noch weiter bergab, bis dann hier die Erholung kam. Aus diversen Gründen, auf die wir jetzt nicht eingehen, weil hier geht es ja ums allgemeine Prinzip. Aber wir haben auch andere Aktien, die
nicht wirklich in der Krise waren, aber trotzdem günstig waren, wie hier Philip Morris beispielsweise, auch hier nur auf 5 Jahre, dann hier 2022, war schon recht günstig gewesen, konnte man auch immer schön einsammeln und hat sich dann eben auch entsprechend erholt. Andere Aktien wie Itocho und weitere gibt es, wo es ähnlich ist. Also ich klicke hier nicht alle Aktien an, die es betrifft, aber es ist ein großer Grund. Ein anderer Grund, aber es gibt auch Aktien, wo es ganz anders gelaufen ist. Und zwar beispielsweise Broadcom. Broadcom ist eine Aktie, die wirklich stark angezogen ist. Das ist ein genau anderes Bild. Auch die haben wir hier unten dann gekauft. Da war die Dividendenrendite, das siehst du hier, Anfang 2022 hier ist die Dividendenrendite, als wir die gekauft haben, lag die bei über 3%. Mittlerweile ist sie deutlich gefallen auf um die 1,5%, weil der Kurs so stark angezogen hat. Und Broadcom, ein AI-Gewinner, also getrieben auch von der künstlichen Intelligenz, ein Profiteur. Hier sieht man, dass die Aktie jetzt auch sportlich bewertet ist. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir eine hohe Outperformance, also eine gute Performance erzielen konnten. Hohe Outperformance insbesondere gegenüber anderen Dividenden-ETFs. Und wir haben hier halt auch immer nachgekauft und quasi unseren Einstandskurs verteuert. Hier waren auch die ersten Stimmen laut nach dem Motto, soll man nicht die Kursgewinne realisieren. Und mittlerweile ist die Aktie auch wieder zurückgekommen. Und ich weiß, die Aktie sieht ja jetzt hier sehr stark überbewertet aus erstmal, wenn man hier auf den Durchschnitt geht. Durchschnittliche KGV war ja bei 15, momentan haben wir ein 32er KGV. Man sieht das Ganze auch hier stark, wie das Ganze aussieht. Müssen wir nochmal im Detail angucken. Einzelinvestment, Einzelkauf würde ich jetzt definitiv nicht mehr empfehlen bei Broadcom. Aber was wir allgemein machen, ist, wir machen das ganze Depot, führen das mit ruhiger Hand. Und wenn da jetzt eine Aktie überbewertet ist, dann gehen wir jetzt nicht gleich hin und verkaufen die Aktie. Sondern wenn wir langfristig an den Erfolg weiter glauben des Unternehmens, dann halten wir dem Unternehmen auch die Treue. Und man sieht hier ja auch ganz klar, die Analysten beispielsweise gehen davon aus, dass die Gewinne überproportional steigen werden und deutlich dynamischer ansteigen werden, noch als es schon in der Vergangenheit der Fall war. Also es gibt durchaus auch Gründe, die dafür sprechen, dass diese KGV-Expansion tatsächlich auch fundamental passiert ist. Anderer Grund für die Outperformance, und der ist nicht weniger wichtig, wenn wir jetzt ins Indexprofil zurückgehen, haben wir hier eine neue Rubrik eingefügt, wo es darum geht, einfach einzuschätzen, ist die Entwicklung des Indizes, also des stellvertretenden Aktienmarkts, den der Index abbildet, von der Breite getragen oder sind es nur wenige Aktien, die den Index nach oben ziehen? Und ihr wisst ja, da geht es natürlich auch um die Technologieaktien, die oft ganze Indizes, insbesondere natürlich den Nasdaq, aber in diesem Fall auch den MSCI World nach oben ziehen. Wir haben nämlich hier, wenn du auf ein Jahr siehst, haben wir hier über 60% Underperformance. Das heißt, gut 6 von 10 Aktien haben sich schlechter entwickelt als der Index. Das ist also keine ganz gleichmäßige Entwicklung. Und wenn man zum Beispiel auf 5 Jahre geht, sieht man, dass sogar noch ein bisschen mehr Aktien sind, die underperformed haben, also 840 im Gegensatz zu 500 Aktien, die quasi den Index geschlagen haben. Das heißt, wir haben tendenziell einen kleineren Cluster von Aktien, die den Index nach oben ziehen. Also die Mehrheit der Aktien wird quasi von der Performance abgehängt. Und wenn wir jetzt das Dividendendepot anschauen, dann ist es so, und das müssten wir hier bei Wertpapiere sehen, genau. Wir haben wirklich sehr wenige Verlierer. Wir haben jetzt 21 Aktien, das hier ist Solventum, das war ja schon ein Split von 3M. Wenn wir uns das Ganze hier angucken, da ist die absolute Performance am wichtigsten, das sind die Kursgewinne hier, da kommen wir aber noch Dividenden dazu und bei der Deutschen Post beispielsweise haben wir 80 Euro knapp Kursverlust, aber 113 brutto Euro Dividende, sodass unterm Strich quasi immer noch was übrig bleibt. Also wir haben hier nach Kursgewinnen nur 3 Verlierer von, also hier insgesamt werden es jetzt sogar 18 Aktien mit Solventum und wenn man die Dividende mit rein bezieht, hätten wir eigentlich nur 2 Verlierer von insgesamt 21 Aktien.
für insgesamt 21 Aktien, nicht 19 Aktien. 19 wären dann quasi Gewinneraktien. Und wir haben also kaum Verlierer hier. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir Outperformance haben. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ich habe es jetzt gerade nicht zur Hand, wie viele Verliereraktien wir im MSCI World momentan haben. Aber ich garantiere euch, es werden mehr sein im Verhältnis, als wir hier sehen im Dividendendepot. Da haben wir ja, wenn wir nur zwei Aktien Verliereraktien sind und Aktien, Gewinneraktien, und es sind immer noch insgesamt 20 Aktien, dann haben wir im Prinzip 90% Gewinner und 10% Verlierer. Und es ist mir, hundertprozentig lege ich die Hand ins Feuer, dass beim MSCI World die Verliererquote deutlich, deutlich höher sein wird. Und das ist ein anderer Grund für die Outperformance, wie es also sein kann, dass wir hier besser performen als der MSCI World. Und auch das ist im Prinzip das Ergebnis vom Setzen auf Qualitätsaktien. Weil wenn jetzt, ich gehe jetzt hier nochmal zurück und da unten kann man ja filtern. Wir haben es schon hier oben abgebildet, was einfach wichtig ist, aber niemand zeigt im Prinzip hier Qualitätsaktien. Wie viele Qualitätsaktien hat der MSCI World? 632 nur, beziehungsweise 42%. Ne? Nur 42% der Aktien sind Qualitätsaktien, das heißt Aktien von Unternehmen mit langfristig stabil steigendem Gewinn. Und bei uns sind es halt nicht 42%, sind es halt, eigentlich sind es sogar 100%. Also so haben wir es jedenfalls ausgesucht. Und dadurch kommt eben auch, das ist auch ein wesentlicher Grund für die Outperformance. Ihr seht also, es ist kein Zufall. Und das Starterdepot läuft ja auch ganz gut. Niedrige Volatilität und schöne Rendite. Wir sind insgesamt 40 Aktien im Starterdepot und im Dividendendepot. Es ist also kein Zufall, dass wir eine Outperformance haben. Jetzt ist aber die Frage, wird die Outperformance weitergehen? Also wird es so sein, dass wir auch in Zukunft den MSCI World outperformen? Vermutlich nicht, weil wir jetzt nicht Qualitätsaktien ausgesucht haben mit dynamischem Gewinnwachstum, sondern mit hohen Dividenden in erster Linie. Schon mit Gewinnwachstum, aber nicht mit dynamischem Gewinnwachstum. Und die Aktien, die den MSCI World tragen in erster Linie und daher auch übergewichtet sind, sind Aktien mit dynamischem Gewinnwachstum, sprich Technologiewerte in erster Linie. Insofern sollte man eigentlich erwarten, dass der MSCI World irgendwann wieder das Dividendendepot outperformt. Es kann theoretisch, auch praktisch, so sein, dass die Technologieaktien korrigieren werden, denn wir haben ja, auch das sieht man, also wir haben ja hier eine, ja, ich finde es jedenfalls wunderbare Plattform, wo man wirklich viel, viel sehen kann. Und wenn wir hier in den Nasdaq reingehen, dann seht ihr die Bewertung des Nasdaq und ihr seht hier, momentan haben wir hier ein KGV von 33 und das ist schon relativ hoch. Ihr seht, nur hier teilweise jetzt vor ein paar Monaten war es noch etwas höher. Wir sind ja schon in einer, ja, leichten Korrekturphase, würde ich mal sagen. Aber hier, als wir das letzte Mal so hohe Stände hatten, dann ist der Nasdaq richtig abgerauscht, da sind wir noch weit davon entfernt. Also es könnte auch sein, dass es eine Korrektur gibt, muss ja kein Crash sein. Und falls dem so wäre, würde das bedeuten, dass das Starterdepot deutlichst dann den MSCI World, der von den Technologietiteln quasi ja auch mit nach unten gezogen werden würde, outperformt. Dann wäre der MSCI World irgendwo hier vielleicht und das Starterdepot wäre vielleicht hier, weil es deutlich weniger verloren hätte. Aber langfristig sollte sich eigentlich das dynamische Gewinnwachstum, was im MSCI World mehr vertreten ist, durchsetzen. Ich gehe aber davon aus, dass die anderen ETFs weiterhin schlechter performen werden, also die Dividenden-ETFs, als das Dividendendepot und deutlich schlechter performen werden als das Starterdepot auch. So, und jetzt noch mein Tipp zum Abschluss, falls du jetzt noch nicht mitmachst, falls du noch nicht in Qualitätsaktien investierst, langfristig und von langfristig steigenden Dividenden und Kursgewinnen zu profitieren, dann kannst du hier zum Starterpaket gehen, drückst du da drauf, dann kommst du hier und da kriegst du, suchst du dir einen Broker aus, der dir am meisten zusagt. Bei fast allen Brokern bis auf links kannst du Aktien besparen und zwar kannst du sie günstig besparen. Kannst du dann also dich inspirieren lassen vom Starterdepot oder vom Dividendendepot, also von diesen beiden Depots hier. Und dann kriegst du noch den Aktienfinder obendrauf für 3 Monate, 3 Monate gratis im Wert von 87 Euro. Du hast also dann einen Broker, wo du Aktien besparen kannst. Du hast hier schöne Inspiration mit den Echtgelddepots und du bist Premium-Mitglied im Aktienfinder, kannst du alle Aktien nochmal
direkt anschauen, hier analysieren, auch wie sind sie bewertet, wie hoch ist die Dividendenrendite etc. Und das ist dann eine sehr gute Ausgangslage eben, um hier auch in Qualitätsaktien zu investieren, damit du dann langfristig auch eine schöne Rendite erzielst. So, das war das Video zum Digi-Dividenden-Depot, das Stand aktuell sogar den MSCI World outperformt, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Und natürlich bin ich auch sehr, sehr stolz auf euch. Schreibt mir vielleicht mal rein, wer von euch jetzt auch noch hier ins Starterdepot investiert ist oder gemeinsam mit dem Starterdepot investiert hat oder auch ins mit dem Digi-Dividenden-Depot investiert hat oder sich davon halt hat inspirieren lassen. Ich würde mich freuen, über ein paar Erfolgsgeschichten zu lesen. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Ciao.